Hallo, willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2015. Nein, wir sind beim Landgut Altenhof und wir machen ein Together mit dem Dr. X. Moin miteinander. Dem Detlef. Hallöle. Dem Topper. Grüß Gott. Und der Trucker Lady. Hallihallo. Die man eigentlich als Frau immer als erstes nennen sollte, wenn man ist. Keine Diskriminierung. First, ne? Ja. Dann den Real Locotus. Ja, hallo. Und unseren Boss, den Manikus, der bewiesen hat, dass er in der letzten Folge Misswirtschaft betrieben hat. Wie, hallo. Was hat er bewiesen? Misswirtschaft. Meine Zuschauer sind da drüben jetzt da beim Stehen. Ja, pass auf jetzt. Gleich steht er da niemand mehr. Ja? Ne? Also, ich schaffe den Feigling an. Tja. Das war wohl nix. Ja, ja. Hast schon wieder in Scotty angefunkt, ne? Scotty bin ich weg, ne? Ja, ja. Wer seht ihr an? Ich. Gar keiner. Weil hier vorne fehlt ein Stück. Ja, ich weiß. Gut, ich wollte nur gesagt haben. Ja, ich weiß, Ah, da kommt dann die Zucht hin, Fantasy, die Mobszucht. Genau. Die Mobsfarm. Die Mobsfarm. Zu. Wie alt sind denn deine Möpse? Jung. Also meine Möpse, die sind schon so um die 47. Boah. Meine sind in Mitte 20. Ja, das Mitte ist doch 20. Eher realistisch. Ja. Letztens wieder Tassi Futter mit einer 20-Jährigen hat gesagt, du Opa, kannst du mir einen Lollipop kaufen? Ja, also poppen können wir, mit dem Lolli weiß ich nicht so genau. Oh, der ist aber sehr gründlich. Mein lieber Freund, habt ihr das jetzt gesehen? Sicher. Das extra noch mit zurückgefahren und hat alles mitgenommen. Ja. Das lobe ich mir. So kehrt sich das. Naja, arbeitest du ja auch mit Profis. Ich merke schon, seit was du in der Schweiz warst, bist Profis? Du sehr professionell. So. Apropos ihr Schweizer, ihr habt doch da so gute, so eine natürliche Begabung, was Wirtschaft angeht, ne? Ja, ist das für ein scheiß Drescher. Lady. Mehr oder weniger, ja. Ja. Kannst du uns mal dieses hochkomplexe und sehr tiefgreifende Wirtschaftssystem im Landwirtschaftssimulator erklären? Nein, nicht wirklich. Weißt du warum nicht? Hä? Weil ich eine normale Schweizerin bin, kein Bauer. Ach so, okay. Okay. Aber eins sage ich, ich würde mir da schon Sorgen machen, wenn du Bauer wärst. Ja. Ja, ich würde mir dann Sorgen um Lokotus machen. Das, ich glaube, da ist eh alles verloren, von daher ist egal. Ach so, gut. Das war aber recht lustig gewesen, wenn die Trucker-Lady da sich auf den DS so anhören würde, wie wenn sie eine Dame wäre, also eine Frau, ne? Und in Wirklichkeit ist er ein versteckter Mann. Mit der Frau schippe, ja. Und so, ja. Und dann auf einmal pum. Ja, das wär's. Na, bleibst du stehen? Nö. Was glaubst du, wie schnell da wieder in der Eisenbahn sitzen, der nur die Rückreise abreden wird? Zugfahren dauert zu lang. Flieger ist schneller. Naja, ich muss einmal zum Flughafen kommen, ne? Tja, stimmt auch. Also brauch ich mal die Eisenbahn dazu. Okay. Ist da noch jemand am Ansehen hier oder? Nee, ne? Nee, ich bin am Grubbern. Du bist am Grubbern, die sind da am Ernten zu viert jetzt. Hoffe ich doch mal, dass sie zu viert am Ernten sind oder nicht, dass wieder sich einer irgendwie hinterm Baum versteckt oder so. Hallo? Also der Lokotus und ich mit unter Dinge tun. Ja, wir tun auch. Ja, was das auch. Ist mir relativ egal. Ihr könnt euren Kram, den könnt ihr privat dann hinterher machen oder sowas. Feierabend. Was? Oder wollen wir es einlagern, Manni? Wir werden es einlagern. Gut, einlagern. 10.800 haben wir und ja. Hey, was kommt man denn da hingegen? Hä? Ja.
Hast du wieder UFO-Sichtung? Nein, nein, ich bin da jetzt irgendwie total schockiert. Der Detlef überholt den Doc. Was ist denn da passiert? Geisterfahrer auf dem Feld. Was? Wo? Wer? Wo ist Detlef? Neben dir? Neben mir? Ja, ich sehe das doch nicht. Ich habe doch SAT alles ausgeblendet. Ich sehe das doch nicht. Wer da wer ist. Irgendwie fährt der Detlef mit dem Gruppen und der ist schneller wie du mit der Seemaschine? Ja, das ist so. Ist er so? Das ist so. Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass du nicht weißt, wo das Gaspedal ist, Doc. Doch, ich weiß, wo das Gaspedal ist. Aber das Ding, die Schlurre fährt nun mal nicht schneller, wenn ich am Sehen bin hier. Immer alles auf dem Traktorschirm. Ja. Sehe ich so. Wenn es viel Gewicht ist. Oh, halt! Ich muss ja einen Kopperrunder machen und sonst nicht. Ja, das wird das nichts. Das bringt das überhaupt gar nichts. Ich bin froh, dass der Gruppertour nicht aussehen tut, weil sonst haben wir wieder nur das halbe Feld voll. Aber seit wir es mit GPS-Mod haben, muss ich ehrlich sagen, fährt der Detlef wirklich gerade Spuren. Man glaubt das kaum. Nicht nur Detlef ist gerade Spuren. Ach, na ja. Oder vielleicht liegt es, dass ich heute noch kein Bier getrunken habe. Das könnte natürlich auch eine mögliche Begründung sein. Detlef, dann bin ich dir schon im Voraus. Ich habe schon zwei. Ja, siehst du, der Topper, der kann nämlich nur gerade ausfahren, wenn er zwei Bier getrunken hat. Und da geht gar nichts. Das nimmt man dann Grundspiegel. Nein, natürlich wieder blöder Spruch, Leute. Nehmt das bloß nicht ernst. Und don't drink and drive. Genau. Never ever. Genau, richtig so. Darum habe ich überhaupt nicht kein Alkohol drin. Alkohol? Was ist Alkohol? Ich meine, das würde natürlich auf YouTube würde das wahrscheinlich unheimliche Aufrufzahlen kriegen, wenn wir mal so eine Horde hier, was weiß ich, wie viele Leute sind wir jetzt? Sechs? Oh, vier, sechs, sieben, ne? Sieben Leute hacken, kacken dicht im TS zusammen und irgendwie was hier aufnehmen und nur Scheiße bauen. Das käme bestimmt richtig witzig und hätte bestimmt super Aufrufzahlen, das, aber das nein. Dafür brauchen wir keinen Saufen. Das schaffen wir auch so. Aber Talk, das kommt ja noch alles, wenn wir dann die Kühe haben. Okay, wenn man dann nicht gegorene Milch trinken, ja? Richtig, dann werden wir sich unter das Euter legen und dann sind wir sowieso alle, dann haben wir alle Milchrausch. Ja. Und das ist nichts sowieso. Gutes. Ich sowieso. Weil ich trinke ja mal überhaupt keine Milch. Ich habe noch nie gerne Milch getrunken. Mir ist davon, wird davon immer schlecht. Okay, das ist dann schön Kakao. Oh. Ja, Kakao ist okay. Kakao ist völlig okay, aber Milch ist ja auch so, Milch. Nur Milch. Achso, oder Milch. Also Milch mit Honig geht auch. Überhaupt kein Problem. Nee, das ist alles zu teuer. Da brauchen wir noch, wir haben ja Bienen. Also eine Bienenzucht könnte man auch noch nehmen. Dann kannst du Milch mit Honig trinken. Ja, machen wir. Weil sonst, bin ich auch dabei. Kaufen da mal nichts, weil das ist zu teuer. Ja, das ist okay. Das ist okay. Ja, wir sparen, wo es nur geht. Nee, aber so normale Milch, ich weiß auch nicht, das ist nicht meins. Normale Milch und dann irgendwie Kuchen oder irgendwas dazu oder... Also was lecker ist, Schokolade, Vollmilchschokolade und Milch. Oh, da kann ich sterben für. Also wenn ich so einen Zitronen-Gugelhupf essen tue, meistens sind sie dann immer gleich so 2-3, weil die so klein sind. Ja, dann brauche ich prinzipiell mal einen Liter Milch dazu. Ohne den geht einmal nichts. Oder wenn ich zum Beispiel mein Lieblingsding esse, meinen Apfelstroh, ohne Milch geht da gar nichts. Okay. Ja, wieso ohne Milch? Du Schlagsahne drauf und dann eine schöne Tasse Kaffee. Nee, das geht wohl. Also Kaffee, nee, kann ich nicht. Also ich brauche da meine Milch dazu. Okay. Oder also, Tee. Nee. Milch. Schönen Apfeltee. Ja. Apfeltee, kein Apfeltee, sondern Apfeltee. Apfeltee zum Zitronengugel, na prima. Nee, zum Apfelstrudel, ein Apfeltee. Ja, oder das so einen schönen... Blasenierentee, dann rennst du alle 5 Minuten auf Klo. Ist auch nicht schlecht. Ja. Das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn ich zu dir auf Besuch komme, dann hätte er wahrscheinlich genauso einen Tee vor dir noch gesetzt kriegen. Und ich trottel denen da noch trinken auch noch. Ja, da muss ich jetzt noch meine Geschichte zu erzählen. Ich habe mal vor 2007 war es, da habe ich unten in Baden-Württemberg gewohnt, da waren meine Eltern zu Besuch. Weil gerade in dem Moment, wo ich umgezogen bin, da waren beide erkältet gewesen, Vater und Mutter. Und meine Mutter meinte, sie macht mal einen Erkältungstee für beide. Okay. Ja, das Problem war, sie hat keine Erkältungstee gemacht, sie hat den Blasenierentee gemacht, alle sind alle 5 Minuten auf Klo gerannt. Das war recht lustig gewesen. Es gibt Tage, da hat man einfach Pech, ne? Mhm. Es gibt Tage, da verliert man, es gibt Tage, da gewinnen die anderen.
Ja. Ich hab, wie ich eigentlich nur so jung war, ich meine, also jünger als was ich jetzt bin, ich bin ja nur jung, aber noch jünger, ja? Also jung halt, ne? So, noch jünger, Krippenalter. Nee, war das jetzt verständlich? Nee, nicht wirklich, aber ist egal. Nee, ist ja wurscht, ja, wie so, ne? Also, fährt der gute Herr hier mit CBS? Nee. Vor 350 Jahre jünger war, habe ich mal im Fernsehen gesehen. So fetzen der Topper mit den Drescher da so mal tun. Habe ich mal im Fernsehen gesehen, wenn man. Also, wir haben früher in Österreich haben wir bei uns gehabt den Schilling-Währung. Ne? Und wenn man da jetzt so einen Schilling nimmt und den ins Gefrierfach legt, ja, und den dann einen Schlafenden auf den Nabel drauf. Ja, wieso legt denn das jetzt so? Auf den Nabel drauf legt, ja, dann pisst er sich an. Und wie ich da in der Schule war, waren wir auf Skikurs und ich habe mir gedacht, okay, das möchte ich einmal ausprobieren und bin da mit zwei Freunden in die Küche runter, die was Gott sei Dank nicht versperrt war, und habe das ins Gefrierfach reingelegt, den Schilling, so ungefähr so eine Stunde lang, und dann habe ich das rausgenommen und sind dann wieder ins Zimmer rauf und haben das tatsächlich ausprobiert bei einem Schulkollegen. Und ich muss sagen, bei einem Mobbing-Opfer. Es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert, ja. Aber bitte alles, nicht noch mehr, Freunde. Das also sein Bett war es, nicht dein. Nein, er war von oben bis unten nass. Also es gab komplette Decke, Bett, Leintuch, Matratze, war alles nass. Er hat sich so richtig angebieselt. War es oben oder? Nein, eher unten. Ja, Gott sei Dank. Wir haben da keine Stockbetten gehabt, sondern nur die normalen Betten. Und der hat aber, das hat irgendwie merkwürdig ausgeschaut. Das hat sich alles zum Bewegen angefangen, dann hat er sich angebieselt. Das war irgendwie komisch. Ja, das mag ja ganz lustig sein, liebe Kinder, ne? Ja, das hat der Lehrer. Auf jeden Fall, das muss ich gleich mal ausprobieren. Also ich würde mal sagen, es ist sicher lustig für die, was gemacht haben, aber für den, was betrifft, garantiert nicht. Nee, also, für uns, also ich glaube, heutzutage läuft sowas unter Mobbing. Ja, glaubst du, das für uns war es dann auch nicht lustiger. Da wäre es natürlich drauf gekommen, wer das war. Ja. Ja, von Skifahren haben wir dann nicht mehr viel gehabt. Ja, aber man muss doch mal ehrlich sein, früher, ja, da war es ein Spaß gewesen. Da hat man einen Spaß draus gemacht, alle haben ihn verstanden. Und heute? Heute wird es als Mobbing. Ja, also heute hast du die Polizei vor der Tür stehen. Naja, nein, das Problem ist ja, dass es heute dann kein Ende mehr findet. Das wird ja dann nicht nur so lange gemacht, bis einer heult, sondern es wird so lange gemacht, bis einer wirklich aus dem Fenster springt oder so. Ja. Das ist ja der große Unterschied. Naja, wir haben das einmal gemacht und dann nie wieder, ist eh logisch. Das war ja nur, ich wollte es ja nur mal testen, nicht, ob das überhaupt funktioniert. Das war eigentlich, Also wissenschaftliche Neugier war das. Ja, genau. Das war Physikunterricht. Nicht? Also, Ich wollte das halt mal ausprobieren. Physik und Biologie. Der Lehrer hat den Physikunterricht nicht so verstanden, wie wir das verstanden haben. Wir haben dann Zapfen rechnen dürfen. Mal das war Skifahren, nur wir nicht. Ja. Wir haben dann brav rechnen dürfen. Den ganzen Tag. Das war eher weniger lustig. Also da hat er mehr Spaß dran gehabt, als wir mir dann. Aber das war's mir wert. Oder wenn wir zu den Mädels rübergegangen sind, waren nicht getrennt, Buben und Mädels waren immer getrennt. Das heißt, da hat es zwei Häuser gegeben, ja, das sind so nebeneinander gewesen. In dem einen Haus waren die Buben und in dem anderen Haus waren die Mädels untergebracht. Ne? Und da sind wir halt immer rüber zu den Mädels. Das war halt auch immer so ein Experiment, weil was würde ich jetzt? Ah, okay. Nachdem der Kollege da drüben das irgendwie nicht verstanden hat mit dem Kreisfahren. Ja, er wird es nur leer, ist er nur jung. Und wir sind dann immer aus dem Fenster raus bei uns, weil wir so ein Erdgeschoss gewohnt haben und die Mädels waren auch im Erdgeschoss und bei den Mädels halt quasi wieder beim Fenster rein. Ne? Und nachdem unser Lehrer da immer so nett war und auch die Lehrerinnen immer so Patrouille gegangen sind, haben wir halt immer Versteckmöglichkeiten gebraucht. Ne? Meistens unter dem Bett oder irgend sowas in der Richtung und ja, gut war's. Nur einmal hat der Lehrer einmal eine gute Idee gehabt. Und zwar wir haben da müssen über so einen Gang, das war so ein riesen langer Gang, ja, da haben wir gehen müssen, bis wir da zu einem Fenster kommen sind, dass wir da rauskraxeln können. Und der hat die gute Idee gehabt, der muss da so vier Sesseln im Weg stellen. Und diese Sesseln waren mit einer Schnur verbunden und wenn du einen Sessel umgehauen hast, ja, dann hat sich die Schnur bewegt und dann ist der Lehrer vor dir gestanden. Ne? Super Sache. Ja. Und wir sind zu dritt da los und unser Klassenkasperl, der liebe gute Leopold, der hat jetzt auch unbedingt mit müssen. Und ich sage ihm viermal, bitte Leopold, pass auf, die Sesseln, du musst drüber springen. Ja, mach ich, ist überhaupt kein Problem, mach ich, ja. Und dann mach ich, ist dann einmal Jim Bum Krach gegangen und nicht nur ein Sessel ist geflogen, sondern vier Sesseln sind gefallen. Ja, und der Lehrer ist schon wieder mal da gestanden. Und wir haben schon wieder mal rechnet, ich mein ganzes Tag. Tja,
Ja, wir haben schon lustig. Tja, wollen wir mal gucken, wer das nächste Mal einen Schwank aus seiner Jugend und aus seiner Schulzeit erzählen darf. Auf alle Fälle, ich glaube, das war schon mal ganz amüsant. Ja, und damit könnten wir auch die Folge für heute schon mal wieder beenden, würde ich mal so sagen. Ja, Herr Lehrer. Dabei ja, gut. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, hinterlasst uns vielleicht mal ein Like. Wem es nicht gefallen hat, halt ein Dislike oder nette Kommentare sind auch immer willkommen. Bis dahin, ich sag Ade. Tschüss. Adele.